Kennt ihr diese Albträume, bei denen ihr vor irgendwas oder irgendwem davonlauft und im Sumpf, Gestrüpp oder sonstigen hängen bleibt und nicht weiterkommt? Solche Träume hatte ich fast jede Nacht. Langsam habe ich mich daran gewöhnt und mein Gehirn erkennt, wann ich wach war und wann ich schlief. Kontrolliertes Erwachen nenne ich das. Wobei mein Gehirn mir immer wieder sagte, dass es nur ein Traum war und ich aufwachen solle. Ich ging gegen solche Albträume vor, indem ich ein gutes Buch las oder einen romantischen Film schaute. Meine Frau fand, das sei alles Blödsinn und lachte mich meistens aus, wenn ich ihr davon erzählte. Auch an diesem Abend kam sie spät nach Hause und ich machte mich bettfertig. Wieder rannte ich vor etwas davon. Mein Gehirn meldete mir, wie gewöhnt, dass es nur ein Traum war und ich ruhig atmen sollte. Meine Beine haben sich wahrscheinlich wieder im Bettlaken verheddert und daher kam ich im Traum nicht vorwärts. Jedoch war es diese Nacht anders. Mein Verfolger, der sonst nie schnell war, kam dieses Mal ohne Probleme näher. Dieser Traum war anders. Und ohne, dass ich es wollte, kriegte ich Panik. Es war doch nur ein Traum. Mein Verfolger holte mich ein und packte mich unsanft. Er raunte mir ins Ohr. Du bist der Nächste. Ich finde dich überall. Dann streckte er mir eine weiße Lilienblüte hinters Ohr, ließ mich los und ging davon. Verwirrt und gegen meinen Willen schweißgebadet wachte ich auf. Meine Frau war noch nicht da, also stand ich auf und ging Richtung Bad. Gerade als ich dieses erreichte, hörte ich die Haustür und rief fröhlich, »Du kommst aber spät nach Hause, Schatz!« Sie sagte nichts, aber ich erkannte an der Reihenfolge der Dinge, die sie ablegte, dass sie es war. Beruhigt ging ich also ins Bad, um mir etwas kaltes Wasser ins Gesicht zu tun. Ich beugte mich vor und genoss die nasse Kälte, als meine Finger etwas hinter meinem Ohr streiften. Erschrocken zog ich das, was hinter meinem Ohr steckte, hervor und blickte auf eine weiße Lilienblüte herab. Ich hörte, wie jemand das Bad betrat und blickte auf. Ich blickte in die grünen, kühlen Augen meiner Frau, die ein Messer in der Hand hielt.